So, jetzt werden die Schwestern herausgefordert. Auf zum Vulkan. Ach, hallo Suzuki. Da wären wir, die Feuerspeiinsel. Hier ist es wirklich sehr heiß. Ich bin jetzt schon in Schweiß gebadet. Und jetzt wäre das nicht genug, gibt es hier auch noch Banditen und Gespenster. Tut mir leid, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du vorgehen könntest, Tim. Das arme Vulcano, was sie ihm wohl gerade antun? Natürlich, das war jetzt so klar, dass ich allein vorgehen muss. Ja. Heute Staffel, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ist wahrscheinlich schon vorbei beim Biathlon. Das mag man, hätte ich gerne. Mein Favorit auf den Sieg ist die norwegische Staffel. Dann kommt der auf Platz 2. Kommt jetzt für Deutschland auf Platz 2, warum nicht? Das ist ja halt geil, wenn Deutschland Platz 2 ist. Chill mal. Chill. Platz 3, ja, Russland. Nö. Alter, ich hasse es. Ich will aber nicht kämpfen. Ich finde Kämpfen blöd. Ich brauche erst eine neue Bitte. Kann man sich. Ich finde das Sneaky Einschleichen ist viel besser als dieses scheiß Kämpfen, ey. Nochmal. Ich hab doch hier. Ein paar Köder. Ablenken. Ey, das gibt es da jetzt. Reicht's mir. Es reicht. Ja. Machen wir normale Wasserdüse. So. Oh, wo stehen die Blumen? Achso. Ja, Norwegen. Ich glaube, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sertas Christiansen, Tarjei Bø und dann noch jemand. In der dritten Runde. Ja. Geil. Das Alzheimer ist sehr weit fortgeschritten. Fuck, wer war denn der dritte, ey? Ich seh, ey. War der dritte Norweger? Ah ja. Schön. Ist nicht heiß oder so. Nö, nö. Na komm, mach mal eine normale Aquarelle. Natürlich. Zum Glück habe ich eine Fahrgelbeere bekommen. Achso, brennst du? Ach ne, der brennt gar nicht mehr. Zum Heilen. Sehr wichtig hier. Ich sagte, ich will nicht kämpfen. Aber ein bisschen EP kann man schon mal sammeln eigentlich. Ach, wer ist denn der dritte Norweger, ey? Wer ist denn sonst immer die Staffel mitgefahren?
Fällt mir nicht ein. Startläufer. Ach, Stolaholm Lackheit. Ja, natürlich. Konnte ich den denn vergessen, ey? Ja, toll. Ja, die Männerstaffel von Deutschland. Ich hoffe so sehr, dass nicht Lesser fährt, weil im Einzel hatte mir überhaupt nicht gefallen. Ach, naja. Ja, hoffe ich auf am Anfang Rees, Kühn, Doll und Navrat. Der ist schnell. Russland Platz 3. Und zwar denke ich mal Serok Vostov. Ja, Maxim Zvetkov. Hier geht's weiter. Scheiße. Wie ist er denn nochmal? Mensch, Alexander Loginov, ja. Und Eduard Latipov. Ja. Denke ich, werden sie aufstellen und am Ende auch landen. Nee, ich will nicht kämpfen. Warum? Wen kann ich denn hier holen? Naja. Wer möchte kämpfen? Wer hat Bock? Tangela. Mein Schwächstes. Wird auch aus dem Team irgendwann fliegen. Los, entwickle dich endlich. Wir haben extra diesen Ort aufgesucht. Angeblich entwickelt sich jedes Pokémon weiter, das mutig genug ist, herzukommen. Ob du es willst oder nicht, du wirst stärker werden, verstanden? Uka! Lass das in Ruhe. Dieser Störenfried schon wieder. Ich werde mich um ihn kümmern. Los, Rex Blizzard! Das hätte ich wissen müssen. Frieda, nein. Das ist natürlich nicht Frieda. Warum eigentlich müssen die Frieda dafür nehmen? Aber ist trotzdem belastend jetzt. Oh Gott. Los, Janma. Ja. Gut, wenn wir uns pushen. Und dann leider nicht. Aber was? Normal und Krafttechnik. So. Gleichen wirst du da aus. Wir sind stark. Ja, keine Chance zu sie. Kampfende. Ich begreife einfach nicht, wie konnte ich nur verlieren? Nice. Entwicklung, ja! Staraptor ist incoming. Dachtest du etwa, ich würde mein armes Rexblizzard bei dieser Hitze mit voller Kraft kämpfen lassen? Pah! Es hat sich natürlich zurückgehalten, sonst hättest du niemals gewonnen. Warum hast du es denn überhaupt erst in den Kampf geschickt? Jetzt sind wir dran, Toxiquack. Lass sie in deinen Gift baden. Nessia. Ist aber unfair. Ich hab grad schon gekämpft. Ich will nicht Igelava einsetzen. Och man. Kriegt doch dann keine EP.
Ja, ist mir jetzt scheißegal, wenn Janma stirbt, aber... Igelava, ich möchte endlich meinen Tonopto haben. Ja, nützt eh nichts. Nice. Und Janma überlebt das sowieso. War ein starkes Pokémon. Aber ich glaube nicht, dass es ein Janmega wird. Aber fliegt es noch aus dem Team, leider. Wieso verliere ich gegen so einen Einheitseinfallspinsel? Das bringt mich echt zum Kochen. Ja, Entwicklung. Da habe ich mich wohl selbst in die Nesseln gesetzt. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Galactic-Expedition. Den ganzen Frust, den ich verspüre, seit ich aus Kanto hierher kam, lasse ich jetzt an dir aus. Ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Jawohl, Lin, mach mal dich mal rein. Hallo? So, ich habe falsch, ich habe Items ausgewählt. Ich glaube nicht, dass kein Zug gekostet hat. Komm, wir dürfen dann schneller angreifen. Ey. Als ob. Ah, der darf gar nicht mehr angreifen. Geil. Nice. Okay. Natürlich. Mir scheißegal jetzt. Du wachst auf. Ich dachte, du schläfst. Hä, als ob man so schlafen umgehen kann. What the fuck, Nintendo? Game Freak. Ah. Starrer wieder los. Größte Chancen. Lohnt sich nicht, dann machen wir gleich Kraft. Nein! Nein! Och Mann, das kann nicht wahr sein. Ich hasse es. So dämlich behindert. Ich bin mein stärkstes aktuell. Gut gemacht, Lux. Auf dich ist immer Verlass. Ich muss besser aufpassen. Nice. Moment mal, wir wurden alle besiegt? Schwester Herz, Rex, Visa und Nessia, Toxicwax sind jetzt wieder fit. Solange uns die Tränke nicht ausgehen, können wir immer weiterkämpfen. Oh, hallo. Fuka! Hey, was soll das, du Zwerg? Du gehst mir ganz schön auf den Zeiger, weißt du das? Kakano? Teile mir eine Lektion, Toxicwack. Tut mir leid, du wirst noch ein bisschen mehr schützen müssen, Rexvisier. Auf in den Kampf. Nicht, Fukano, du kannst nicht alle drei auf einmal besiegen. Rana, was machst du hier? Du solltest doch mit Fukano warten. Es ging nicht anders. Fukano ist einfach ins Meer gesprungen und zur Insel geschwommen. Wie bitte? Es fürchtet das Meer doch so sehr, weil sein Vater davon verschluckt wurde. Uka. Aru. Kano.
Oh oh, Entwicklung. All, ich will eins. Ich will so eins haben. Es hat seinen Mut bewiesen. Das Junge des verstorbenen Königs hat sich entwickelt. Es fand die Stärke, sich seinen Problemen zu stellen. Darin lag die wahre Probe seines Mutes. Was passiert hier gerade? Wieso entwickelt sich dieses Pokémon jetzt? Fühlt ihr auch, dass hier irgendetwas nicht stimmt? Oh nein. Ach, Arceus, ey, was soll das? Na toll. Was? Pass auf, Rana. Aru. Aru. Was passiert hier? Das ist wie bei den anderen Königen und Königinnen. Es wurde von einem seltsamen Blitz getroffen und ist in Rage verfallen. Oje, oje, deshalb wollte ich nicht auf diese verfluchte Insel kommen. Das war's mit denen. Ach, so ein Mist. Bis eben lief alles noch reibungslos und dann macht dieser jetzt nicht mehr so kleine Nervzwerg alles zunichte. Verschwinden wir von hier, Schwestern. Nichts ist es wert, sein Leben dafür zu riskieren. Wow. Bewartet gefälligst, das ist alles eure Schuld. Rana, wir können hier auch nicht bleiben, sonst stürzt sich Akani noch auf uns. Machen wir uns schleunigst auf die Socken, Tim. Ich nicht. Ich muss es zähmen. Rani? Was wirst du wegen Fukano, nein, wegen Akani unternehmen? Ich bin seine Wächterin. Es ist meine Pflicht, das Kleine unter Einsatz meines Lebens zu beschützen. Was können wir tun, um Akani zu besänftigen, Tim? Wir brauchen Ruhegaben. Perla, was redest du da und wieso bist du überhaupt hier? Na hör mal, ich bin immer noch das Oberhaupt des Perklans, Rani. Eben habe ich es noch durchgehen lassen, aber ich heiße Rana, nicht Rani. Du sollst mich nicht so nennen. Aber ja, natürlich, die große Perla, die mit ihrer Elysium-Flöte ein Pokémon rufen und überall hin Hisui auftauchen kann. Natürlich haben sie dich zum Oberhaupt gewählt. Dann sollte es sich ja nicht verwundern, dass ich mich auch mit den Rage geratenen Königinnen und Königen ein wenig auskenne. Es gibt eine besondere Methode, um sie wieder zu besänftigen, die Ruhegaben. Dafür kombiniert man die Lieblingsspeisen des Pokémon und wirft sie ihm in ein Säckchen zu. Richtig, Tim? Natürlich. Ja. Wenn das so ist, kann ich euch Fukanos Lieblingsspeise geben. Ich trage immer etwas davon mit mir herum. Ihr wisst schon, für den Fall, dass es mit mir mit seinen Flammen mal wieder bei der Herstellung von seinem Magnus Lieblingsspeise hilft. Du bist einfach auf jede Situation vorbereitet, Suzuki. Lasst uns dieses Ding herstellen, das ihr Ruhegabe nennt. In Ordnung, gehen wir ans Werk. Fertig, damit hätten wir jetzt die Ruhegaben. Sag mir bitte Bescheid, wenn du dich dem König stellen willst. Bevor wir das aber tun... Alle besiegt, kann ich meine Pokémon irgendwo heilen. Ah, das gibt's doch nicht. Ich bin nicht bereit. Ich möchte nur meine Pokémon heilen. Na gut, mal warte mal, warte. Minus was, glaube ich. Hä? So. Ist ja natürlich belastend. Erstmal heilen. Nur kurz. Oh ja, geil. Ja, dann. Ach, zwei Entwicklungen auf einmal ist blöde. Erstmal Staravia zu Staraptor.
Oh, ich freue mich schon auf Velociraptor. Oh, wie geil. Es ist so cool. Oh, es ist einfach cool. Attack hast du gelernt. Risikotackle. Nee, brauche ich nicht. Nahkampf, 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 Nahkampf brauche ich. Ich brauche Nahkampf. Scheiß auf Ruckzuck-Typ. Ich brauche Nahkampf. So eine geile Attacke. Warum ist nicht Typkampf? Es ist so traurig. Hier ist es. Es ist so cool. Könnt ihr euch mal ein bisschen unterhalten, oder? Ja. Nice. So cool, meine beiden entwickelten. Und du entwickelst dich dann in der nächsten Folge. Dann habe ich drei nice Pokémon schon in meinem Team. Ach stimmt, ich kann nur noch mal. Ja, Pokémon. Baldurfisch. Ich anstelle von Tankela mit. Dampfierplex anstelle von Yanma. Dann habe ich schon mal zwei besondere Hisui-Pokémon. Ja, was mal, wer war noch besonders? Ach, keine Ahnung. Doch egal. Stimmt, ich hatte ja mal Papinella weggegeben, aber ich war so lost. Ich wollte eigentlich meine Team-Pokémon nicht weggeben. Oder nee, die habe ich noch. Oh. Sichlor. Mein Ponyta. Schade, dass Sichlor keine neue Form hat. Naja. Oder ich gucke. Pokédex. Guck mal. Die andere Form war Dampfierplex. Ja. Hatte keine. Aber warum gibt es hier Glaziola? Dex, das hat doch nur die Trainerin gehabt. Evo, die hätte ich gerne gehabt. Da hätte es auch eine neue Form geben können. Hätte ich denn noch gerne im Team? Rosaluna, natürlich. Als ob ich hier ein Evoli schon gesehen habe. What the fuck? Naja. Wo kann ich denn das fangen? Ja, jetzt habe ich es nach Alphabet sortiert. Egal. Ach ja. Wer war noch besonders? Weiß nicht. Wird aus einem Baldurfisch? Wird daraus dieses sein Magnus? Also ich will ja natürlich nicht alle haben. Aber ein paar wären halt schon nett. Komm, wir schaffen das. Hochcheaten! Nice. Ja, die Frage ist. Ja, warte mal. Nee. Wie entwickelt sich den Dampfierplex? Ich meine, der ist schon Level 30. Ach ja, alles so anstrengend hier, ey. Da. Baumalat. Ui. Ja. Als ob die. Ja. Ja, hat unbekannt, super. Vielleicht vergesse ich auch einfach irgendeine Form, aber. Lebt im roten Sumpfland. Nein, den lebt nicht hier. Im Kobaltküstenland, Obsidian-Grasland.
Ja. Ja, ich habe das aber hier getroffen eigentlich. Naja. Wie entwickelst du dich? Sieht man das hier auch eigentlich? Naja. Ey! Egal. Irgendwann wird es sich schon entwickeln. Level 40 vielleicht. Dann immer schön weiterfangen. Und immer schön Pokébälle werfen. Egal welches Pokémon es ist. Ja, ach stimmt ja, warte mal. Ach, ich sollte endlich mal Azurglanzstein. Und mal Glanzstein, die. Ja. Erstmal Items loswerden, glaube ich. Ach du Scheiße. Aua, das tat weh. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr in das Gebiet gehen. So, noch alles wegmachen. Also ich werde nicht den König rausholen. Das ist in der nächsten Folge. Weil es reicht ja jetzt erstmal, was wir erlebt haben. Und ich hätte wirklich gerne mein Tornado viel stärker dann. Naja. Gut. Kann ich eigentlich wieder dahin fliegen oder muss ich wieder den Weg gehen? Ah, ich kann direkt fliegen. Gut. Ja, in der nächsten Folge wird dann der König, den ich gerade nicht sehe, bekämpft. Ich sag dann mal ciao.